Ja, hallo zu einer neuen Folge der JavaScript Quick Tutorials. Heute geht es um Funktionen. Ja, es wird auch Zeit, dass wir uns mit Funktionen beschäftigen, da Funktionen ein unheimlich wichtiger und zentraler Bestandteil von JavaScript sind. Als erstes schauen wir uns an, wie ich eine Funktion in JavaScript anlege. Dazu verwende ich das Function Keyword. Und lege jetzt mit Function eine Funktion create an. Der Name ist create von der Funktion und der übergebe ich einen Parameter Name. Und dann kann ich hier einen Codeblock spezifizieren und ich verwende mal hier die Konsole log-Funktion, um etwas auszugeben und zwar hello plus Name. So, gut. Was wird passieren, wenn ich das jetzt abschicke? Wird er mal sofort Hello und Name ausgeben? Ich probiere es mal aus. Nee, es passiert zunächst mal nichts. Wir haben die Funktion angelegt, aber wir müssen sie erst aufrufen, damit da was passiert. Das mache ich jetzt auch mal und er gibt mir jetzt, wie erwartet, Hello Joe zurück. So Funktionen sind nützlich, besonders wenn ich halt ein Stück Code immer und immer und immer wieder aufrufen möchte. Und so eine Funktion, die kapselt mir auch ein Stück Code weg, den ich dann ja viel besser wiederverwerten kann. Dazu machen wir auch gleich nochmal ein weiteres Beispiel. Diesmal ein Beispiel, das einen Wert zurückgibt. Wir erzeugen uns eine Funktion add mit immer Parameter a und b und im Block der Funktion errechnen wir das Ergebnis mit a plus b und verwende das Return Keyword, um ja, das Ergebnis, das Result zurückzuliefern. Funktion ist angelegt, steht uns jetzt zur Verfügung. Ich zähle 3 plus 4 zusammen und kriege auch das Ergebnis. Ja, jetzt schauen wir uns noch was an. Diese zwei Funktionen, die wir angelegt haben, wo sind die jetzt in JavaScript? Dazu verwende ich einen Konsole-dir-Befehl und übergebe hier ja, ein Objekt, das wir noch nicht kennengelernt haben, das wir uns aber später mal ganz genau angucken. Ich übergebe hier this und damit sehe ich jetzt meine globale Variable hier im Window-Objekt und da finde ich jetzt irgendwo bei g. Wahrscheinlich auch genau hier meine Greet-Funktion, wie wir sie definiert haben. Ja, so viel zunächst mal hier. Die Funktion können wir uns vorstellen, das ist wie so ein Stück, neben dem Black Box, wie ein Trichter, in den irgendwas reinkommt. In unserem Fall sind das jetzt die Variablen. So eine Funktion können wir uns vorstellen wie so ein Trichter, wie eine Blackbox, in die wir oben was reintun. In unserem Fall waren das die Variablen a und b. Dann passiert da irgendwo drin was. Ich sage mal, die Magic passiert hier. Wie genau das gemacht wird, sehe ich von außen als Nutzer dieser Funktion gar nicht. Mich interessiert nur, was tue ich rein und was kommt dann unten raus. Und damit ist die Funktion auch austauschbar und behindert sich nicht gegenseitig und ist dann ganz, ganz wichtiger Baustein, um in JavaScript Anwendungen zu erstellen. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in weiteren Folgen, da erfahren wir noch weitere Details zu den Funktionen. Ja, bis dann. Tschüss.